Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Gleich zu Beginn werde ich jetzt mal kurz meine Frau anrufen. Die mag das nämlich gar nicht, wenn ich mich einfach nicht oder zu spät bei ihr melde. Und da wollen wir natürlich nicht riskieren. Ich werde den Anruf gleich mal tätigen. Kleinen Moment. So, da ist die Nummer. So, will schon. So, hallo. Grüß dich, ja. Ja, ich bin noch in Linz, ich habe jetzt gerade abgeladen und würde gleich noch weiterfahren jetzt nach Wien, die nächste Tour aufladen sozusagen. Ja, was gibt es Neues? Mit dem Tom Diesel habe ich telefoniert. Ja, genau, Tom Diesel von der Transat, richtig, ja. Der ist gerade nach Calais unterwegs, genau, genau. Der hat sich erkundigt, wie es mir geht nach der Untersuchung. Aha, aha, ja, ja. Ja, der ist nett, genau. Ja, stell dir vor, der war am letzten Wochenende mit einem russischen Kamas mit einer 90-Tonnen-Ladung in Kaliningrad unterwegs. Gewaltig, also absolut gewaltig. Dass er sich da drüber traut, das wundert mich. Ja, 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 der hat schon was los, genau. Hm. Du, mit dem Angebot da über diesen 40-Tonnen-Kran von Linz nach Kopenhagen habe ich auch mit ihm gesprochen. Er würde das selber nicht fahren können, meinte er ja, aber er würde das dem Hansekonto übermitteln. Ja, genau. Die sollen sich das direkt ausmachen, er ist der gleichen Meinung, über drei Ecken ist das immer schwierig, die sollen das direkt dann, genau, genau. Ja, sehe ich genauso. Ja, sonst, ja, der Micha von der Rentrans, der Chef von denen, hat sich gerade in Nizza eine neue Garage gekauft. Der spezialisiert sich jetzt total auf ADR, genau. Der Kölner ist das, ja, richtig. Hm? Ja, ja, der ist cool drauf, genau. Was war sonst? Mein Firmenlaptop hat gestern den Geistock gegeben, Bluescreen, plötzlich, und da habe ich mit dem Peter telefoniert, der hat mir den neu aufgesetzt, die Daten konnte retten. Ja, ich weiß, ich habe alles am Netzlaufwerk gespeichert, alles bestens, nur ein paar Dateien waren eben dann doch auf dem Desktop. Genau. Die hat er retten können, ja. Genau. Okay, alles gut. Du, ich muss schauen, dass ich die Ladestelle heute noch erreiche. Nicht, dass mir die Burschen abhauen. Genau. Okay, bis dann. Ja, ich dich auch. Schönen Abend. Tschüss. So Leute, das war jetzt meine Frau. Und wir werden jetzt schauen, dass wir nach Wien kommen. Jetzt passiert. Okay. So, los geht's. Wir laden eine Fracht in Wien oder kurz vor Wien, besser gesagt, die ich da zugeteilt bekommen habe. Jetzt ist da schon wieder ein rotes Warnsignal. Das heißt jetzt mal nichts Gutes. Ich komme auch gar nicht weg. Wie wenn der Motor wenig Kraft hätte. Okay, jetzt kommt er. Ja, der hat so seine Macken, wollte ich beinahe sagen, und stirbt schon wieder ab. Letzte Woche hatte ich das Problem ja auch, dass mir die einfach abgestorben ist. Jetzt geht das schon wieder so weiter. Ich ahne Schlimmes, Leute, ich ahne Schlimmes.
Ach Mensch, Mensch, Mensch. Alles klar. Nicht richtig. Und schalten tut er auch nicht richtig. Leute, ich kann nicht mehr in die große Gruppe schalten. Ich muss in der kleinen Gruppe bleiben, nicht richtig. Wir fahren jetzt sofort wieder retour in die Werkstatt, beziehungsweise zu mir in meine Garage. Aber ich kann so unmöglich meine nächste Tour aufnehmen. Das funktioniert nicht. Und wenn ich mich jetzt auf meinen LKW auch nicht mehr verlassen kann, dann habe ich ein echtes Problem. Mensch, 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 Mensch. Der war jetzt gerade in der Werkstatt. Ich soll Aufträge aufnehmen, damit Kohle reinkommt in die Spedition. Und was passiert? Ich habe nur Schwierigkeiten mit meinem DAF. So schade um das Auto. Macht nur Probleme. Echt ein Jammer. So, und schon wieder. Okay. Ich roll da jetzt rechts ran. Und werde jetzt sofort den Herrn Wagner anrufen vom DAF. Die müssen sich da was überlegen. Die können mich jetzt holen, was auch immer. Jetzt macht er wieder einen Muxer, okay. Jetzt ist er wieder in der anderen Gruppe, alles klar. Schaltet er wieder runter in die. Nein. Okay. Er nimmt sie nicht an, er nimmt die Gruppe nicht. Jetzt. Nervt. Ja, jetzt fahr halt. Meine Güte. Die Jungs von der Nachbargarage sind auch schon wieder bei mir herinnen. Ich drehe echt durch. Mit denen werde ich jetzt auch mal ein ernstes Wort reden, was die da überhaupt suchen. Gut. Ja Leute, es tut mir echt leid. Ich muss mich verabschieden. Ich werde jetzt ein ernstes Gespräch, ein Telefonat mit dem Herrn Wagner von DAF führen. Der LKW, wenn der nicht läuft, bekomme ich keine Kohle.
dann wird meine Firma pleite gehen. Das möchte ich natürlich nicht. Ich muss mir da irgendwas überlegen. Gut, haltet zumindest ihr die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs kurze Zusehen. Euer Hermi. Tschüss.